er war schon einmal Weltmeister, zweimal Europameister, viermal Champions-League-Sieger, neunmal spanischer Meister sowie sechsmal spanischer Pokalsieger und siebenmal spanischer Superpokalsieger, hat dreimal die FIFA-Club-Weltmeisterschaft gewonnen und viele weitere Titel stehen in seinem Trophäenschrank. Es ist nicht unbekannt, dass Iniesta über ein taktisches Wissen verfügt, das sieht man schon bei seinen Pässen im Spiel, er weiß, wo die Pässe hin müssen, wie man ein Spiel richtig aufbaut. Deswegen beendet er jetzt seine Karriere in Japan und möchte beim SV Mattersburg anheuern. Er wird dort Trainer, sie schenken ihm das Vertrauen und mal schauen, was man da so von ihm erwarten kann. Ja, und damit herzlich willkommen zu dem ersten Format auf diesem Kanal. Und zwar starten wir rein mit Iniesta in eine Trainerkarriere. Kurze Erklärung, was das überhaupt ist. Und zwar hatte ich nämlich mit Iniesta eine Spielerkarriere angefangen. Und in der Spielerkarriere kann man ja auch zurücktreten. Und dann in dem Land, wo du warst, kannst du eine Trainerkarriere starten. Ich habe einen Transfer angefragt, weil ich nicht so viel Lust auf die japanische Liga hatte. Und habe dann Angebote aus der saudi-arabischen Liga gekriegt, aus der türkischen Liga und aus der österreichischen Liga. Ich hatte dann zwischen türkische und österreichische, aber ich dachte, wir starten lieber bei einem etwas kleineren Verein wie Mattersburg und arbeiten uns dann höher, weil Beşiktaş und Galatasaray waren die beiden Vereine, die sind ja schon etwas höher vom Niveau. Und ja, das ist alles eine ganze Simulated Glory. Ich werde vielleicht in einer Saison zwei Spiele spielen oder so. Keine Ahnung, wie ihr das gerne haben wollt. Und ja, wir machen das Ganze im SV Mattersburg, haben jetzt auch nicht so viel Geld am Start, deswegen müssen wir Transfers gut machen. Ist wie gesagt, alles wird simuliert und dann gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Und nun gut, ich hoffe, euch gefällt das Ganze, das ist eine ganze Kehre mit Story. Wir werden auch nicht für immer bei Mattersburg bleiben, das ist ja auch nicht, sage ich mal, denke ich mal, das Ziel von Iniesta, wenn er irgendwann mal eine Trainerkehre machen möchte. Aber nun gut, auf jeden Fall starten wir rein, auf geht's. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was umgestellt. Die Frage ist, was machst du mit den paar Millionen? Torhüter und Stürmer müssen mir nichts machen. Generell vielleicht einen linken Mittelfeldspieler und einen neuen Innenverteidiger, hätte ich jetzt mal so direkt am Anfang gesagt. Da müssen wir noch ein bisschen was verkaufen. So, und zwar habe ich mir jetzt ein paar Spieler rausgesucht, wo ich auch denke, dass sie realistisch sein können. Deswegen habe ich in der Bundesliga und in der österreichischen Liga nachgeguckt, also in der zweiten Bundesliga, dritten Liga und in der österreichischen Liga, und zwar einmal Aivo, Elas, Melem, Dayaku und Adeyemi. Das Ding ist bei ihm, ist halt noch ziemlich teuer. Die anderen werden wir alles scouten, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt werden wir sehr wahrscheinlich mit einer Niederlage rechnen, weil wir spielen gegen Salzburg, der beste Mannschaft aus Österreich. Aber nur gut, man soll niemals nie sagen. Aber das gibt ein 1-0 Sieg. So, die ersten Scouting-Berichte sind da, und zwar sehen wir jetzt hier die ganzen Ratings. Melem können wir eigentlich direkt streichen, mich aber trotzdem drauf behalten, weil der in der Zukunft interessant sein wird. Den können wir uns definitiv nicht leisten, sonst sind alle definitiv machbar. Hier bin ich ganz klar für Aivo. Einfach nur aus dem Grund, bestes Rating. Sonst holen wir uns Belas, und hier wird es halt entweder der Yaku oder der gute Adeyemi. Müssen wir mal schauen, wen wir uns davon dann am Ende holen, aber wir probieren es jetzt erstmal bei dem guten Emmanuel Aivo. Vor allem das Geile ist, letztes Jahr war es noch nicht so, und zwar können wir nämlich jetzt auch Ingame-Plays von Iniesta sehen. Letztes Jahr hat es nämlich selber mit Schweinsteiger gemacht, aber da hat man nicht sein Ingame-Plays gesehen. Bisschen schade, aber jetzt geht's richtig nice. So, am Gehalt soll es natürlich nicht scheitern. Vielleicht wird er noch ein bisschen mehr verlangen, wird er nicht. Der gute Aivo ist der SV Mattersburg. Jetzt ist es offiziell. Der SV Mattersburg verpflichtet das Innenverteidiger-Talent Emmanuel Aivo. Der U21-Nationalspieler wechselt von der Admira. Auch RB Salzburg war an Aivo interessiert. Aber er entschied sich für Mattersburg wegen Iniesta. Jetzt steht Karim Adeyemi auch vor einem Wechsel zum SV Mattersburg. Das Offensivtalent steht aber auch bei europäischen Top-Clubs auf dem Zettel wie ZB, der BVB oder Barcelona. So, dann haben wir unseren ersten Transfer erledigt. Da können wir den guten Kevin Elas noch nicht von der Transferliste streichen, weil den
behalten wir mal im Auge. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen im Team. Ivo, du wirst für den Mara in die Stadt kommen. So. Hat noch gerade ein Spiel hinter sich. Kann dazu noch Rechtsverteidiger spielen, sehe ich gerade. Und nun gut, dann würde ich sagen, war das doch schon mal gar nicht so ein schlechter Transfer. Und mit dem guten Ivo, wie oft ich diesen Namen auch schon gesagt habe, starten wir rein gegen Austria Wien. Und dagegen verlieren wir dann zu Hause 2-1, oder gesagt 1-2. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen komisch, ihr Spots, ne? Der gute Halper möchte spielen und ich würde sagen, ich gebe dir die Chance, deswegen zeig mal, was in dir steckt. So, auswärts beim Wolfsberger AC gewinnen wir 2-0. Anscheinend sind wir auswärts stärker als zu Hause. So, ich kann auch schon mal mein Ziel sagen. Ich würde ganz gerne in die Playoffs kommen von der österreichischen Liga. Ob wir dann am Ende international kommen, ist die andere Sache, aber ich denke mal schon, dass wir in den Top 6 Mannschaften vertreten sind. Ja gut, ich weiß es jetzt nicht genau. Mattersburg ist ja auch eigentlich in New Life eher oben mit dabei, anstatt im unteren Bereich. So, und mit der Kohle von Hart probieren wir es jetzt mal beim guten Adeyemi. Es wird schwer, es wird verdammt schwer. Haben wir, also den guten Gruber, das ist jetzt unser bester Mann aus der Mannschaft, den möchte ich nicht abgeben. Ja, okay, ich denke mal, das wird dann erstmal nichts. Weil wir können nur maximal 1,4 Millionen bieten. Der wird direkt abhauen. Nein. Die nehmen 1,5 Millionen an. Und mir wurde vorgeschlagen, 1,8 zu geben. Und der hat jetzt nur 2.900 Euro Marktwert. Marktwert. Hier Gehalt. Waren wir 5.500. Und das nimmt er auch direkt an. Wir haben einfach Salzburg geschwächt. So, das nimmt er auch an, der Mann. Oh, Gottes Willen, Junge. Was ist eigentlich manchmal los mit mir? Der gute Adeyemi nimmt das Angebot auch an, was richtig, richtig nice ist. Somit haben wir einen neuen linken Flügel. Das ist wirklich ein absolut gutes Talent. Also wenn wir damit nicht aufmischen können, weiß ich auch nicht. St. Pölten müssten wir weghauen zu Hause. Komm schon. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Die sind Letzter. Die sind Letzter, haben noch keinen Sieg. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, gegen die zu Hause gewinnen. Aber wenigstens Adeyemi mit dem Doppelpack. So, und zwar sind wir nämlich jetzt am Deadline Day wieder auswärts. Und sollten wir normalerweise gewinnen. Jetzt spielen wir wieder gegen letzten Platz. Nun gut. Hätten wir das gewonnen, wären wir jetzt auf Platz 4. Aber es ist ja noch komplett Anfang der Saison. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch an keiner Pressekonferenz teil. Vielleicht in der nächsten Episode. Wir sehen es am Deadline Day. Wir können das jetzt hier noch hier simulieren. Dann starten wir rein. Dann starten wir rein ins Match und dann wollte ich noch sagen, dass sie dann Transfervorschläge reinschreiben. Dieser Adeyemi, 2 Spiele, 4 Tore. Krass. So, ihr könnt ja mal sehen, wir haben Hart verkauft, Olan Tunji, Aivo gekauft, Adeyemi gekauft. Vielleicht kommt ja noch was hinzu. Dann gucken wir noch mal ganz kurz auf die Top-Transfers. Da sehen wir, ob das Marco Reus gewechselt ist. Dafür hat sich dort mal ein Romagnoli gegönnt. Bisschen mehr Arbeit drin, anstatt in sonst anderen Videos, aber es kommt ja auch nur einmal pro Woche, deswegen muss man da halt dann auch schon zeigen, sage ich mal, wenn es nur einmal pro Woche kommt, finde ich persönlich, dass man da auch ordentlich viel Mühe reinsteckt. Vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht auch nicht, ich werde es natürlich sehen und deswegen würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.